gerne an Herrn Dr. Bassip weitergeben, denn er ist ja der Künstler in unserem Vorstand und sieht ganz besonders auch die Lithografie. Und darf ich dich bitten, da ein bisschen das Wort zu übernehmen? Ja, die Lithografie ist in München entstanden. Herzlich grüß Gott. In München in der Lithobergstadt. Senefelder war eigentlich ein Musiker, der wenig erfolgreich war, ist dann zum Notenstücken gekommen, hat Noten geschrieben und ist draufgekommen, wenn Fett die Farbe von Stein vermischt mit Wasser war und man ein Papier drauflegt, hat das Papier das Wasser aufgenommen, dort wo Wasser war und die Fettfarbe, wo Fett war. Das war im Prinzip dieser Druckvorgang, der dann sehr viel Verbreitung fand, die großen Plakate im 19. Jahrhundert sind Lithografien. Dazu kommt, dass die Steine eben meistens aus Solnhofen im bayerischen Gebiet bei Eichstätt kommen. Das war eine Lagune im Urmeer und da hat sich dieser ganz feine Schlamm gebildet. Heute ist die Lithografie vom Offsetdruck abgelöst worden, aber hier im Künstlerhaus und in anderen Plätzen wird sie weiter noch gepflegt, teilweise der ganz alten Technik und Tradition, teilweise aber auch modern interpretierend. Wir veranstalten ja auch die europäischen Lithografietage. Wenn wir jetzt auf die Ausstellung zu sprechen kommen, für Daliba Lithografie eben auch eine Technik, die durchaus reizvoll ist, aber ich schätze mich schon eben als Künstler, aber ich kann nicht irgendwie ablehnen, dass er auch manches zum Spaß und zur Gaudi gemacht hat. Und dass er auch experimentell einfach etwas provozierend was gemacht hat. Wenn er Steine geschossen hat, ja nach vielen Schüssen wird auch mal einer dabei sein, aus dem er dann auch irgendwas draus machen konnte, was gestalterisch sich bearbeiten ließ. Das war ein gutes Stichwort. Wenn ich darf da kurz zu erläutern, die roten Punkte sind die Einschüsse. Da hat sich da extra ein ganz besonderes altes Gewehr schenken lassen und hat da seine Versuche, wie immer in seiner Art, auf das Sinn gemacht und angeblich noch mal die Militärgeschüsse in dem Rhythmus nach und versucht zu erforschen, was es dann gibt, weil er sagt, er hat das eben erlebt und zu dem Bild muss man eben gleich, das ist das Hauptbild unserer Ausstellung, das goldene Zeitalter, das hat auch den Namen der Ausstellung, entschuldigen, darf ich dann ganz gerne mal unterbrechen. Und Dali sagt eben, in Don Quixote hat es gereicht, eine goldene Eiche in der Hand zu haben und schon zieht das goldene Zeitalter auf, wenn nicht seine, nicht die Gegend von Don Quixote, sondern eben, sie können, man kann es von mir aus nicht erkennen, doch eben die kritischen Darstellungen also in vielen Varianten. Also das ist mein Bild, aber jetzt kommt der Punkt, aber wieso ist es farbig geworden? Ja, also erstens mal, diese Punkte hätte man wahrscheinlich ohne Gewehr auch. Schau, was passiert und was du daraus machen lässt, dann provokatorisch ruhig unterstellen, dass er halt auch, das machen viele spielerisch, die einfach mal sehen, was ist. Spielerisch was finden.